Und der Stream sollte laufen. Ich hoffe mal. Okay, Kabel nicht angeschlossen. Was ist jetzt los? Ich glaube, ich muss nämlich gerade ein bisschen durchklicken. Durch meine... Ah, jetzt geht's. Fortsetzen. Warum läuft Desktop-Sound? Okay, ich hoffe, man versteht mich jetzt, aber ich verstehe nicht, warum Desktop-Sound läuft. Nur Monitor. Ja, aber da hat er den Desktop-Sound schon wieder über... Hä? Okay, ich bin ehrlich, ich verstehe es nicht, aber es funktioniert. Ich lasse es so. Was leuchtet denn hier? Hier leuchtet's. Ab nach Chunan. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Achso, Moment, ich dachte gerade, das wäre ein Level. Ich will ein Modern Sonic Level. Dragon Road, den habe ich schon. Habe ich den auch letztens schon gemacht? Den habe ich auch. Spiel, magst du mir nicht sagen, wo ich hin muss? Ich habe vergessen, welche Taste ich drücken muss. Passiert, wenn man ein paar Tage nicht spielt. Was los, Sonic? So. Drehen wir das um. Hallo, Kuro! Freut mich, dass du wieder da bist. Sag mal, warum hast du mir nicht Bescheid gesagt, dass du streamst? Ich glaube, ich habe den Ring Dash immer noch nicht. Status. Nein. Inventar? Ich habe ein Chili und ein türkiser Tee. Schlüssel. Ich habe den Faden verloren im Spiel. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ups. Ja, egal. Ich wollte so oder so wissen, ob du streamst. Nicht nur Sonic. Ich habe eben mal auf Twitch geguckt und da habe ich gesehen, du hast einfach gestern 12 Stunden gestreamt. Wenn du guckst auch bei mir bei allem rein, dann will ich auch bei dir bei allem reingucken. Und ich bekomme von Twitch keine Benachrichtigung.
Da drüben. Nein, 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 Sonic. Ach, leck mich doch. Die 12 Stunden waren nicht geplant. Konnt's einfach nicht aufhören, wa? Es macht halt einfach Spaß, wenn so viele Leute da sind. Ach, renn doch, du doofe Nuss. Danke, jetzt geht's doch. Das hat mir jetzt... Brauche ich 4 von den Monddingern? Das ist Akt 4. Ich weiß es nicht. Spiel, du verwirrst mich. Spiel hat mir gesagt, ich muss hier hin. Aber Draken hat etwas... Was ist Draken? Oder Draken oder was ist das? Ich kenne nur den American Draken. Der war schlecht, Entschuldigung. Entschuldige mich für meinen schlechten... Anführungszeichen Witz. Hier sagt er, es leuchtet. Wo muss ich hier mit irgendjemandem sprechen? Oh, scheiße, weil ein Spiel ein paar Tage nicht gespielt hat. Kannst du mir was helfen? Ich habe draußen nach Früchten gesucht. Da waren diese ganzen Münzer. Die müssen gekommen sein, um dem Dorf das ganze Essen wegzunehmen. Oh, ihr seid es. Ausgezeichnetes Timing. Wisst ihr, es gibt wieder ein Problem. Würde es euch etwas ausmachen, das Dorf erneut zu retten? Klar. Draußen vor dem Dorf treibt sich eine Horde Blechmonster herum. Sie sehen nicht gerade freundlich aus. Das ganze Dorf hat Angst vor ihnen. Wenn ihr nachsehen könntet, wären wir euch sehr dankbar. Ein altes Hack-and-Slay-Spiel von 1909. Okay, für PC? Oder wofür ist das? Lieb! Oh, du bist es. Erschreck mich doch nicht so. Und ich dachte schon, du wärst ein Roboter, dir. Hä? Psst, Ruhe. Ich bin fortgeschlichen, meinem Großvater gefolgt. Mein Großvater hat sein Amt als Dorfältester abgegeben. Warum nur? Er hatte sicher einen guten Grund. Einen geheimen Grund. Und auf Drachenfee. Okay. Interessant, habe ich noch nie von gehört, wenn ich ehrlich bin. Vom Regen in die Traufe. Mechanische Ungeheuer treiben sich draußen vor dem Dorf herum. Vor dem Dorf? Ja, aber da komme ich doch nicht hin. Hä? Und Koro, wie war sonst dein Tag heute? Dein streamfreier Tag? Ich könnte mir einen Bilderrahmen kaufen. Sieh dir das Video mit dem Fernseher an. Ich kaufe es einfach mal, wenn ich wüsste, was für ein Fernseher. Wo ich hier hin muss. Auch recht chillig. Bin eben momentan eher am Entspannen. Meine Füße viel schmerzen. Oh ne, warum das denn? Zu viel rumlaufen? Den Gaia Phoenix haben wir doch schon mal bekämpft. Gab es denn hier die Stelle, wo wir mit dem Bandsprung kommen? Hier. Hey Sonic, wie willst du denn hier noch rüberkommen? Easy? Du hast nicht genug Sonnenenergie, um dieses Gaia-Tor zu benutzen. Du musst noch 13 Sonnenmedaillen finden. Aber da steht 4. Nehmen wir die mit?
Und was sagt Chip jetzt? Oder will er, dass ich jetzt in alte Dinger wieder reingehe? Oh weh. Ah, da bist du nicht alleine mit Plattfüßen. Ich habe auch Plattfüße. Aber du hast doch bestimmt Arbeitsschuhe bekommen von der Arbeit. Wenn die kacke sind, dann zeigt das dem Arzt und dann verschreibt er dir, dass du neue Schuhe bekommst. Wollte ich jetzt schon seit einiger Zeit machen. Habe ich aber noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass sich das jetzt noch für ein Jahr lohnt. Okay, wo ist das erste? Ich gehe nochmal in die erste Map rein. Hafenstadt. Nee, wir gehen auf tagsüber. Zeit drehen. Zum Dorf gehen. Vielleicht kriegen wir hier noch ein paar Tagmedaillen. Sonic, geht's dir gut? Gut. Ich glaube nicht, dass das so geplant war. Aber egal. So, was sagst du? Noch von 3. Hier haben wir noch eine. Ich durchsuche jetzt einfach mal hier alles. Irgendwo haben wir noch bestimmt Sachen. Super gemacht, Sonic. Seit 3 Wochen, oh weh, das ist lang. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es funktioniert. Ah, was haben wir denn hier? Ach, das allererste. Okay. Nummer 3. Das habe ich noch nicht. Machen wir das doch. Autsch. Wollte ich heute Sonic Frontiers spielen? Auf meinem Ally? Stellt sich heraus, dass das Spiel durch das neueste Update einfach keine iGPUs mehr unterstützt. Wo es halt viele Leute gibt, die ein bisschen angepisst darüber sind. Ja, und jetzt ist es nicht mehr möglich, das Spiel mit mehr als 10 FPS auf Laptops und so zu spielen. Ist das nicht geil? Na Mensch. Einfach nur auf dem Boden sitzen. Ich bewege mich nicht mehr, solange ich keine neuen Schuhe habe. Das wär's doch. Ach man, das ist doch nicht wahr. Jo, das Spiel wurde kaputt gepatcht. Sonic Frontiers hat ein neues Update bekommen. The Final Horizon. Was quasi, ich denke mal, eine Alternativstory erzählt, so wie ich das mitbekommen habe. Aber das hat es halt für PC-Spieler kaputt gemacht, die eine integrierte Grafikkarte haben. Und Sega hat bisher noch nichts dazu veröffentlicht oder geschrieben, sodass keiner weiß, was jetzt los ist.
Jetzt weiß ich, da ganz hinten am Ende gab es Autsch. Da gab es Autsch. Und hier muss ich nach oben. Aua, nein, 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 Sonic. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nicht schon wieder alles von neu. Och, Manu. Das ist echt eine Gemeinheit. Vor allem, weil die größte Frechheit ist. Ich habe das Spiel für die PlayStation 5. Da funktioniert alles einwandfrei. Und dann wollte ich das heute auf ein... Habe ich es mir heute auf ein Ally gekauft. Und bisher sind es 30 Euro zum Fenster rausgeschmissen. Aber kennt man ja von Sega nicht anders, dass die keine Stellungnahme zu sowas beziehen. War ja auch bei der Sonic-Symphonie in Düsseldorf nicht anders. Ach, leck mich doch. Ich kann es ja nicht zurückgeben, weil ich hatte mir einen Key auf einer Seite geholt. Ich glaube, Keys kannst du nicht so easy zurückgeben. Deshalb hoffe ich, dass die Fans jetzt noch irgendwas hinkriegen. Um das endgültig gefixt wird. Weil das Spiel wohl jetzt... Ich habe es auf einer ausprobiert. Ich kann die ersten 3 Minuten spielen, aber mit 2 FPS. Ja, so ein Mist, ganz genau. Ich kann es mit 2 FPS spielen. Komplett rausgeflogen. Das Spiel hat mich einfach rausgekickt. Das hat eine Frechheit. Was wollte ich gerade sagen? Kannst du mit 2 FPS spielen und... Was war der Punkt von dem, was ich sagen wollte? Egal, ich hab's vergessen. Dann war es nicht wichtig. Ach man, wieso springe ich denn nicht, Vollidiot? Scheiß drauf, meine Nachbarn das bekommen. Wenn die um 2 Uhr nachts noch laut genug Musik spielen, darf ich auch nachts rumschreien. Fertig. Sorry, wenn ich so minimal genervt wirke. Ich musste heute das Weite suchen. Und jetzt habe ich Kopfhörer auf und hoffe, dass ich nichts höre von denen, was sie über mir machen. Morgen wird die Vermieterin angerufen, der ist gesagt. Genau, die sollen Ruhe geben. Vor allem, das ist das dritte Mal, dass sie schon mitten in der Nacht laut Musik spielen. Ich habe die nämlich schon mal, da hatte ich Tagschicht am nächsten Tag. Dann muss ich früh schlafen gehen. So, da habe ich zu den, habe ich oben geklopft oder geklingelt, habe gesagt, ich könnte mal Ruhe geben. Ach, Sonic, fick dich doch. Entschuldigung. Und heute ist doch noch Sonntag, Ruhetag. Was mache ich denn da? Na, komme ich gestern gegen... Ne, das zweite Mal waren auch nachts bis... Bis 2:30 nachts haben sie Musik gespielt oben. Und fragt nicht nach Sonnenschein, wie laut. Ich saß hier im Wohnzimmer auf meinem Stuhl, wollte PlayStation spielen und ich habe halt die ganze Zeit nur den Bass von oben gehört. So, und da ich garantiert nicht an die Tür klopfe, wenn die besoffen sind oder sonst was, habe ich einen Zettel unten an die Tür geklebt, wo ich geschrieben habe, laute Musik, schön und gut, aber lass bitte die Nachbarn um 2 Uhr nachts schlafen. Ja, Zettel wurde am nächsten Tag von denen abgenommen. Und direkt danach ging die laute Musik schon wieder an. So. Dann gestern schon wieder. Dann wurde sogar, kam die Nachbarin raus und hat denen das gesagt, haben sie absolut null ernst genommen.
Und das ging ja trotzdem noch bis 2 Uhr weiter. Da ich mit meiner Wohnung genau unter denen bin. Ah, fuckt mich das halt richtig ab. Oh nee, nicht schon wieder. Fuck it. Das ist freche Jugendliche. Ja, das sind freche Jugendliche. Ich schätze mal, der ist wahrscheinlich älter als ich. Sieht zumindest älter aus. Aber ich sehe auch ziemlich jung aus für mein Alter. Verhalte mich nicht meinem Alter entsprechend. Aber irgendwann muss man die Nachbarn nachts auch mal schlafen lassen. Ich hab Springen gedrückt. Der neue Controller ist kaputt. So ein frecher Elterlicher. Ganz genau. Immer diese frechen Elterlichen. Muss mich auch mal so ein bisschen konzentrieren. Ja, das Level hat keinen Checkpoint. Ich könnte ja Sonic Frontiers auf der PlayStation weiterspielen. Aber da kannst du nicht unterwegs spielen. Noch keine Mods. Bin ich halt an den Fernseher gebunden. Finde ich blöd. Oh, danke schön. Ich hab zwar gedrückt, aber so früh will er nicht. Ach, klasse. Aber geschafft. Wo haben wir denn hier noch was? Hier könnte ich mit diesem Ringdash hochkommen, aber den habe ich noch nicht. Da ist auch noch eine. Danke, Spiel. Ich liebe dich auch. Mal schauen, irgendwo müsste ja noch die zweite Tagmünze sein. Tagmedaille. Will ich doch gar nicht. Ich muss ja zugeben, das finde ich echt geiles Navigieren durch die Welt. Wie soll das funktionieren? Wie soll ich da wegkommen? Netzspiel. Vielen Dank, dass du gesehen hast, dass ich zu oft an derselben Stelle gestorben bin. Wenn hier eine Kamera, die ich will. Ah, 2 von 2. Wunderbar. Blauer Tee. Gut, Chip. Ich bin auch kein Riesentee-Freund. Oder zumindest kein Bitterzeug.
Zeigt denn hier nirgendwo die... Wie viele Missionen wir hier noch übrig haben? Oh, hier liegt da auch noch was. Die habe ich schon eingesammelt. Warte. Kann ich nichts machen. Akt 2. Da kriege ich noch 4 Tagesmedaillen. Wunderbar. Das sollte hoffentlich nicht so frustrierend sein wie das letztes Mal. Das ist auch nur eine Kampfarena. Jetzt spiel ernsthaft, dass ich jetzt alle Tore öffne, noch um das Richtige zu finden. Classic. Da muss ich was reinstellen. Ja, eben. Da haben wir das Ding, das ich draufstellen muss. Nehmen wir das Ding mal und stellen es da links rüber. Irgendwie müsste ich mal ein Horrorspiel spielen. Ich habe mal Bock auf ein Horrorspiel. Und schon wieder Gegner. Ey, irgendwie. Wir haben eine Medaille. Ein extra Leben und noch ein Podest. Halloween Horrorspiel. Ah, muss nicht zu Halloween sein. Einfach so ein Horrorspiel. So zwischendurch. Es sei denn, du hättest eine Idee für ein Halloween Horrorspiel, das man so zweit spielen könnte. Dann wäre ich Halloween definitiv mit dabei. Und was sagt mein Arbeitsplan? 31. Ha, habe ich sogar frei. Geil. Falsche Taste. Autsch, direkt in den Arsch getreten bekommen. Geh auf! Also wenn du gute Horrorspiele haben möchtest, als Singleplayer, dann schau dir, schau mal nach Chiller's Art. Chiller's Art ist in letzter Zeit, über die letzten Jahre ziemlich groß geworden. Macht so Indie-Horrorspiele, wo du zum Beispiel in einem Supermarkt arbeitest, da passieren paranormale Sachen und sonst was. So Uncanny Valley mäßig. Die sind richtig gut.
Und sind auch gar nicht mal so teuer. Vielleicht bei Gronkh? Vielleicht hast du ihn bei Gronkh schon mal gehört? Aber ich glaube mit A statt mit E muss das gewesen sein. So Chillars Art. Oh, hallo Gegner. Tschüss Gegner. Brauche ich noch den roten für? Auch wie süß, kleine Mini-Roboter. Ja, ja, Gegner. Ich erledige nur meinen Job. Ich lasse euch in Ruhe, wenn ihr mich in Ruhe lasst. Nochmal alles durchsuchen und hoffen, ob da nicht doch noch irgendwo eine Medaille ist. Ach du, ja, ja, okay, alles klar. Ach Mann, du. Jetzt reicht's mir aber. Oh, ich wünschte, ich könnte kölschen Dialekt. Oder rheinländisch. Wäre schon cool. Das war schon das Ziel. Ich wollte noch weiter suchen. Geil, ein S-Rang. Eine S wie scheiße gut. Der hält aber viel aus hier. Mal zurück zum Dorf und dann auf die Karte. Kann ich ja bestimmt hier drauf drücken und Mission wählen. Ach, Manu. Ich hoffe, der zeigt mir so auch die neuesten Missionen an. Nee, zeigt er nicht. Wunderbar. Renne zum Ziel. Das Spiel sagt, ich soll hier hin. Sind das Online-Missionen? Nee, das ist alles Singleplayer. Das ist alles Story. Renne zum Ziel. 32 Minuten. Ich habe nur eine von 10. Oh, da könnte ich eigentlich noch viel, viel mehr sammeln. Das war's nicht.
Ich glaube, irgendwo habe ich 1 von 6. Geh mal hier ins Dorf, da habe ich bestimmt auch noch alle Story, oha. Ja, und auch ziemlich unübersichtlich, wenn man das mal für einen Moment lang nicht spielt. Haben wir doch bestimmt noch irgendwo ein paar Level. Da oben ist noch einer. Savannah's Citadel. Oder Savannah's Zitadelle. Ach, geh mal in die Frikadelle. Mal schauen, ob sie dazu. Ach du F. Ja. Ich kann mir ja sagen, was sie sich dabei gedacht haben. Scheiße. Ich hab sie. Die Kamera ist nicht hilfreich dabei. So könnte es funktionieren. Ah, aufpassen. Balance halten. Wie ich versuche, die Balance zu halten. Vielleicht sollte ich sowas in Knuffi auch einbauen. Nur um Zeit zu schinden und die Spieler abzufacken. Keine Sorge, mache ich nicht. Aber ich hatte schon mal öfters überlegt, ob ich bei Knuffi so leichte Quicktime-Events reinpacke. Aber dafür brauche ich mehr Knöpfe. Und das spricht dann wieder gegen simple Steuerung. Sonic, wehe, du fällst jetzt runter. Halt dein Gleichgewicht. Es geht da oben ja noch weiter. Aber wir haben einen Checkpoint. Ich finde die Störung bei Knuffi toll. Dankeschön, das freut mich zu hören. Nicht Sonic! Warte mal ab. Sobald ich Level 2 fertig habe, lasse ich dich das spielen. Da kannst du mir auch mal sagen, was du von dem von der Zielsuchattacke hältst. Wo ist denn da oben? Was ich frech fand, muss ich zugeben, nicht von dir, aber von jemand anders. Dem habe ich genau dieselbe Knuffi-Version gegeben wie dir. Und er hat die über die Command-Zeile bei Windows geöffnet, um zu gucken, was da im Hintergrund vom Spiel ausgegeben wird. Ich weiß irgendwie nicht so genau, was ich davon halten soll. Ob das okay ist oder nicht. Ich kann ja selber noch eingeben. Bitte gebt das als... Nein, 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 Sonic. Gib mir ein Debug-Fenster oder nicht. Und der hat sich selber eins gemacht. Ganz frech. Er meinte, ey, das Spiel gibt so und so viele Fehler aus.
Im Endeffekt, es ist ja dafür da, dass man Fehler findet. Aber trotzdem fand ich das irgendwie... Ha, eben das eine. Ich werf dich mit deinen eigenen Kindern ab. Pass auf, du. Ja, es ist ein Split-Test und kein Debug-Test. Man. Es ist ja auch quasi. Hier, spiel das Spiel, sag mir, was du für Probleme hast. Und das nennt mir die internen Probleme vom Spiel. Soll mir einfach nur sagen, ob das Spiel gut läuft oder nicht. Aber okay. Dadurch habe ich auch ein paar Fehler gefunden, die. Ich habe alles bekommen. Wunderbar. Egal. Einfach nicht drüber beschweren. War ja nett gemeint. Natürlich klappt es nicht. Aber da oben hätten wir noch eins. Das... Das erste Level oder ist das Boss? Ah, der Boss, ja, okay. Gegen den haben wir gekämpft. Das habe ich schon. Okay. Schön, dass ihr euch gegenseitig verprügelt, Gegner. Fallen ergeben sich... Moment. Fallen ergeben sich doch auch wieder neue interne Fehler, wenn man generelle Spielablauffehler behebt. Das macht man nur noch jetzt, wo das Spiel steht. Na gut, ich kann mich mit dem Spiel entwickeln. Boah. Das ist eine gute Frage. Oder guter Einwand. Nachdem er mir halt da die ganzen Sachen gezeigt hat, habe ich die versucht zu fixen. Ein Problem ist halt irgendwie immer, sobald das Spiel startet, kannst du ja dir aussuchen, ob du auf Deutsch oder Englisch spielen willst. Und der hat die ganze Zeit einen Fehler dabei, die Übersetzung reinzuladen. Warum? Auch immer. Ich habe keine Ahnung. Aber es funktioniert. Aber der schmeißt immer einen Fehler aus. Egal. Sonic, du lässt dich gerade sehr schwammig steuern. Das habe ich, aber da fehlen mir die drei. Ich renne da nochmal durch, da fehlen mir die Sonnenmedaillen. Ich sollte, wenn ich durch die Level gehe, mehr nach Medaillen suchen. Da war eine Mondmedaille. Weißt du was? Tschüss. Genau. Solange der Fehler das Gameplay nicht behindert, ist alles in Ordnung. Wie soll ich denn da oben drankommen?
Aber ich vergesse, dass Sonic hier keinen Doppelsprung machen kann. Wie Sonic auch in jedem Spiel ein anderes Moveset hat. Jetzt habe ich es. Wunderbar. Komm schon, Sonic. Ach, okay, ich muss einfach nur rüber boosten. Ich brauche nicht mehr springen. Die Art, ja, das ist mir bewusst. Hier ist eine Mondmedaille. Boing, boing, boing. Aua! Oh, böser Gegner. Wie komme ich da oben an das Ding ran? Eins. Ob Knuffi in Knuffi 2 auch ein anderes Moveset haben wird? Gute Frage. Wenn es klappt, würde ich Knuffi in Knuffi 2 auf jeden Fall in einen 2,5D-Plattformer verwandeln. Oder so eine Mischung aus 3D und 2D. Sodass du manche Passagen wirklich 3D-mäßig hast. Oder du hast ein 2D-Level. Aber zwischendurch wechselt das Spiel einfach mal so in 3D. Wäre das nicht für cool? Ich finde auch nur ich das cool. Keine Ahnung. Nein, ich will einen Wandsprung. Das ist ja voll Knurke. Voll Korall, bitteschön. Aber als erstes ist Knuffi 1 ja noch in der Entwicklung. Für 2-3 Jahre. Nein, ich hoffe nicht. Bitte Ende des Jahres soll es fertig sein. Oder vielleicht bis Ende des Online-Studiums. Damit ich wirklich mit allem gleichzeitig abschließen kann. Das wäre echt schön. Genau, erst mal Knuffi 1. Dann wirst du berühmt und startest Knuffi-Franchise. Stell dir vor, das wäre geil. Das wäre richtig geil. Muss nicht sein, aber es wäre geil. Ein Arbeitskollege meint schon, das geht alles so nicht, das kannst du nicht, du musst Urheberrecht anmelden. Ja, sobald Knuffi groß genug ist, mache ich das auch. Aber jetzt lohnt es sich noch nicht, ein Urheberrecht für Knuffi anzumelden.
dass das extrem teuer wird und alles Mögliche. Ich habe ja schon... Ich habe ja schon irgendwie ein bisschen Angst davor, wenn ich da Steuern und so alles bezahlen muss. Oder ob das von Steam automatisch oder... Aber wenn da irgendwas falsch läuft mit den Steuern. Oh Gott, wie gearscht wäre ich denn da bitte? Mir wurde halt gesagt, dass ich brauche ja einen Gewerbeschein, habe ich ja. Damit ich ein Spiel veröffentlichen kann. Das heißt aber auch, das Finanzamt will Geld sehen. Aber du kannst dir nicht verklickern, ey, ich mache Spiele oder Programme, ohne was dafür zu verdienen. Das kann man nicht. Das verstehe ich ja nicht, dass sie sowas nicht kapieren. Ach, du kannst dich mal kurz umschulen zum Finanzbeamter, Beamten oder so. Kann ich das Level überhaupt abschließen gerade? Okay, alles klar, Sonic. Ich hab's kapiert. Nein, nicht zurück. Jetzt ist meine Brille schief. Einmal dagegen. Och, Sonic. Das ist doch nicht wahr. So, jetzt aber. Bringe mich jetzt wieder zurück. Nee, ins Ziel. Danke. Aber solange du unter dem Steuerfrei... Dürfte doch eigentlich Wumms sein, oder? Ich weiß es nicht. Das ist ja das Komische. Es gibt einen Steuerfreibetrag? Ist das 450 Euro oder wie? Was? Ich nix Ahnung habe. Ich muss mir irgendwann echt mal finanzielle Hilfe da mal besorgen. Wird bestimmt nicht billig. Aua. Oh, nicht au. Ich sag so, guck meine Hände an, merkst du, die kleben total. Und sag dabei, aua. Ja, ich bin schlau. Ob ich hier jetzt weitermachen darf? Hast du eigentlich bei dir jetzt über die Twitch-Einnahmen und so alles keine Angst, dass da irgendwas auf dich zukommt? Ja, Super Sonic. Klasse gemacht. Das Mond, okay. Ich muss mich definitiv mal schlau machen mit dem Steuerfreibetrag.
Ah, das Level ist jetzt offen. Wunderbar. Ich darf in das Level rein. Die YouTube-Einnahmen auch noch dazu. Ah, du hast YouTube-Einnahmen. Hatte ich auch mal. Ich habe 5 Euro verdient. Bis YouTube meinte, nee, du brauchst jetzt 1000 Abonnenten und das war es dann auch schon wieder. Seitdem vergammeln 5 Euro auf meinem AdSense-Konto. Cool. Gruselig, aber cool. Komisch, bin schon so weit im Level. Aber noch keine Medaille. Was hast du geschrieben bei AdSense? Oh ja, noch diese doofe Auszahlungssumme. Ja. Da habe ich die Nachtmünze. Mondmedaille. Nachtmedaille? Tagmedaille? Keine Ahnung. Ich habe schon wieder voll vergessen, wie Dinger heißen. Ja, passt. Driften auf dem Wasser. Das hat in Sonic 06 ja richtig gut funktioniert. Nee, nee, zurück, Sonic! Hör auf! Zurück! Mie! Sonic, hör auf! Hä? Ich glaube, ich bin durch den Boden durchgefallen. Strike! Au, jetzt mal gegen die Wand. Das auf dem Wasser laufen erinnert mich so an dieses die unglaublichen Spiel von 2004. Habe ich nie gespielt. Vielleicht aber haben die sich ja als Sonic orientiert. Ah ne, Moment, das erste Mal, wo Sonic auf dem Wasser gelaufen ist, müsste... Entweder Adventure, aber ich glaube nicht. Entweder Unleashed oder Generations. Oder 06. 06 auf jeden Fall. Ich glaube, bei den Unglaublichen spielst du auch bestimmt mit diesem Sohn. Mit der Supergeschwindigkeit, wie der dann übers Wasser laufen kann. Oder? Wie soll ich denn da hochkommen? Aber die Knuffi-Methode. Okay, das war nicht gut. Aber so weiß ich, welchen Knuffi auch gerne haben.
Einfach irgendwelche Raketen, die einmal auf den Spieler drauf locken. Den du dann erst in der letzten Sekunde oder so ausweichen kannst. Es gibt noch so viele Ideen. Ich möchte Bomben, die aus dem Hintergrund in den Vordergrund fliegen und so. Aber ich darf nicht so viel herumexperimentieren. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich Level mache mit dem Zeug, das schon im Spiel ist. Das mache ich ja nie Fortschritt. Au, voll in eine Bombe rein. Ziel! Nicht zu viel von den Baby Steps, ja. Funny. Ich habe mit Kaffee echt schon zu viel vorgenommen. Jetzt haben wir hier noch ein weiteres Level abgeschlossen. Vielleicht können wir sogar zum Werehog wechseln. Und das andere Level, was da unten war. Aber es direkt da hinten auf der gegenüberliegenden Seite liegt. Wie kann ich denn schon eine Stunde live sein? Wie geht das? Die Zeit vergeht so schnell. Ich spiele aber jetzt keine 12 Stunden. Ah, das Level ist auch aktiv. Kann aber... Nein, ich kann nicht rüberlaufen. Gib mir ein paar Riegel. Warte, hier konnte ich nicht wechseln. Mist. Man, man müsste mal in die Spieldateien von der ersten Knuffi-Version reingucken, was ich da alles drin hatte. Auf dem Kopf laufen. Das hast du, glaube ich, schon gesehen. Da gab es noch Portale. Was hatte ich noch? Ich wollte Gegner, die im Takt der Musik angreifen. Das werde ich aber definitiv nochmal mit reinbringen. Das wird nicht vergessen. Konnte ich da ganz oben drauf? Form ändern? Ja, ich schreib nichts auf. Dann hatte ich in der ersten Version den meisten schon aufgeschrieben und ich habe das Notizbuch nie zur Hand genommen. Ich arbeite so, wie es mir gerade in den Kopf kommt. Es sei denn, es ist eine wirklich extrem gute Idee. Dann gehe ich meine Uhr-App auf mein Handy und benenne meinen Wecker um. In das, was ich machen wollte. Hä? Aber wie verlangt das Spiel, dass ich denn als Werehog darüber komme? Warte, wie heißt mein Wecker jetzt gerade? Heißt Knuffi Wall Run. Aber das war nur eine Idee. Das werde ich nicht umsetzen. Wäre auch funny. Aber nein.
Wie soll ich darüber kommen, Spiel? Bitte verrate es mir. Helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Hinten kann ich dann nur wieder Dings wechseln und dann darüber. Aber wie... Ich check's nicht, wie ich darüber kommen soll. Ob man als Zwerg nicht doch irgendwie darüber laufen kann? Ich glaube nicht. Aber hier haben wir noch ein Level. Here we go! Go! Sonic ist danke. Dup, 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 dup. Und sowas will ich auch gerne in Knuffi machen, dass man so Kombos an Gegner treffen kann. Autsch. Aber vielleicht ist es sogar möglich. Ich muss mal ausprobieren, ob das möglich ist in Knuffi. Einmal so Prototyp fliegende Gegner machen. Und schon bin ich wieder am rumprobieren, statt ein Level zu machen. Das ist gemein. Und komplett von neu. Ist das nicht schön? Ein Level-Baukasten wäre auch mal. Ja, das hat auch schon mal jemand gesagt, dass Knuffi einen Level-Editor haben sollte. Problem ist, ich wüsste nicht wie. Ich könnte kurz nachdem Knuffi rauskommt und das gut ankommt, vielleicht die Spieldateien für das Spiel veröffentlichen? Oh nee, das, ich wüsste halt nicht mal, wie ich einen Editor machen soll. Ich glaube, da hätte ich von Anfang an einprogrammieren müssen. Aber wenn ich jemals an Knuffi 2 arbeiten sollte, dann wird auch alles viel modularer. Dass man Custom-Charaktere hinzufügen kann und sonst was. Das ist dann viel einfacher, die Sprites austauschen könnte und... Ja, ich habe mir wirklich schon Gedanken über sowas gemacht. Nein, 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 das ist unfair. Ohne Checkpoint. Ein Level-Baukasten für mich.
Wie genau meinst du das? Dass ich quasi alle Teile da habe und dann selber Levels dadurch mache? So ist das ja quasi schon. Ich kann dir ja mal ganz kurz. Moment, ich wechsle mal eben das Bild. Da. Ich zeige dich mal ganz kurz was. Komm, lad schneller. Moment, dauert das nicht so lange wie bei Unity. So, hier sind wir in Godot. Und hier kann ich quasi Level erstellen, wie ich will. Ich könnte jetzt hier sagen, die Modern Tile Map, dass ich einfach die Plattform so erweitere, wie ich will. Oh, ich glaube, da habe ich gerade... Keine Ahnung. Ich kann mir halt die Teile so erstellen, wie ich Lust und Laune habe. Wenn ich ein neues Teil suche, sage ich ja einfach Laufband. Schon habe ich ein Laufbandstück. Also eigentlich recht simpel. Trotzdem tue ich mich schwer damit, ein Level zu erstellen. Aber pst. Sneak Peek auf Level 2 war das gerade. Ich hoffe, du hast den Screenshot gemacht. So, Konzentration. Ich hab sogar einen ganz... Oh, ich hab schon eine... Ich hab die Medaille. Oha. Autsch. Niemals, alles top secret hier. Sonic, abbremsen. Ja, tolles Abbremsen, Brudi. Aber trotzdem, das ist so das Geile an Sonic. Du rennst durch die Level, nimmst einen anderen Weg und bist auf einmal komplett woanders. Es gibt den Level so einen übelsten Wiederspielwert. Das würde ich irgendwie bei Sonic auch hinkriegen, bei Knuffy auch hinkriegen. Den Level einen Wiederspielwert geben, dass du nie durch dieselben Wege laufen musst. Renne ich die ganze Zeit nur im Kreis oder mache ich auch Fortschritte hier? Ja, boah, ich habe Präzisionsplattform. Oh Gott. Au. Oh, das Ziel. Vielen Dank. Da verläufst du dich. Das Ziel ist immer rechts. Vielleicht hilft es. Zumindest versuche ich es. Ich meine, es könnte ja auch mal sein, dass das Ziel auf der linken Seite ist. Aber das fühlt sich nicht gut an.
Ein Plattformer nach links laufen fühlt sich nicht gut an. Du warst in der Map. Wenn das Spiel rauskommt, gebe ich dir einen Screenshot von jedem Level. Oh, was haben wir denn hier? Dafür brauche ich Tag. Und sagt er, wie viele Tagmedaillen brauche ich dafür? Oder kann ich das schon machen? Was? Das war doch der Turm hier, oder? Momentchen mal. Der Turm ist rund. Hä? Okay, ich geh mal raus. Vielleicht kann ich jetzt auch mal... Sag mir das Spiel, wo ich sonst hin kann. Ah, Spiel sagt, ich soll wieder zurück. Ja, machen Fortschritt. Fortschritte. Nach knapp 1,5 Stunden. Run, Boy, run. Mit den Schlüsseln müsstest du in den Spagonia-Tempel kommen. Beeilung, Sonic, der Tempel... Ah, okay. Ab in den Spaghetti-Tempel. Wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, sind wir gerade in Spagonia, oder? Wir hier schon Boss? Egg Devil Ray. Soll ich? Ich mach. Komm, los geht's. Zeit für den Bosskampf. Das sind die neuen Gegner. Ah, Balletell. Dass man halt jemand sagt in einem Sonic-Spiel. Dass ein Sonic-Spiel zum Balletell-Shooter wird. Ah, minimaler Balletell.
Okay. Nochmal. Och nee. Besiegt. Ich hab hier gewinnt. Das ist ja einfacher als bei The Lies of Pi. Ich bin mal eben weg. Warum hast du mir nicht gesagt, dass der Todescounter von Lies of Pi oben links immer noch stand? Seit über eine Stunde spiele ich das schon und der Timer steht die ganze Zeit da. Wie peinlich. Hallo Amy. Wunderbar, viel zu schnell. Wunderbar, wieder ein Stück zurück. Sehr gut, mein Sonic, mein Junge. Sonic, du musst ein Chaos Emerald zum Holoscar-Tempel bringen. Da solltest du inzwischen problemlos hineinkommen. Also gut, okay. Holoscar. Da hättest du auch nicht drauf geachtet. Na gut, haben wir beide nicht drauf geachtet. Nur mal so, weil ich jetzt auch darauf achte die ganze Zeit. Nein, das wollte ich nicht. Ist das bei dir in den Streams auch, dass du darauf achtest, langsam und deutlich zu sprechen? Bei mir fällt öfters mal auf, wenn ich bei mir in meine eigenen Aufnahmen gucke, dass ich ziemlich undeutlich und sehr schnell spreche. Dass ich mich selber nicht mehr verstehe. Machen wir wieder eben Tag. Ich rede mir immer wieder ein, ey, sprich langsamer, sonst verstehst du dich selbst nicht. Und sonst versteht man auch in der Aufnahme nichts oder in dem Stream. Ich muss mir das echt mal angewöhnen. Du verstehst mich sogar recht gut. Oh, danke schön. Vielleicht, weil ich auch momentan versuche, klar und deutlich zu sprechen. Ich kann ja mal sprechen, so wie ich ja normalerweise reden würde. Oh, du schon wieder. Warte, nicht verraten. Du heißt, Sonar. Wie? Schon wieder falsch? Nun, ist ja egal. Da ist was im Gange. Nachts außerhalb des Dorfes. Moment mal. Was war da nochmal los? Was, Alzheimer? Oder halbes Gehirn weggefroren? Bei mir habe ich immer eher Panik, dass ich ins Oh, das wäre mal voll cool. Ich will nicht bayerisch reden hören. Wird doch halb so schlimm, wenn du ins Bayerische abrutschst. Sei froh, dass du einen Dialekt hast. Akta, den haben wir schon. Wo ist denn hier der Tempel?
Warum will das immer jeder hören? Gute Frage. Ich werde zwar kein Wort verstehen. Aber ich finde es halt cool, wenn jemand Dialekt spricht. Weil ich es halt selber nicht kann. Man könnte ja meinen, ich spreche so leicht rheinländisch, niederländisch, niederländisch. Ich bin zwar nah an der niederländischen Grenze, aber ich spreche kein Niederländisch. Obwohl, Goedemorgen, das ist das Einzige, was ich sagen kann. Was bei mir vielleicht leicht durchkommt, wäre Plattdeutsch. Da nicht viel, aber hin und wieder kommt da mal ein Wort durch. Aber auch ungewollt. Was war das denn? Ehrlich gesagt, kann ich Dialekt nur sprechen, wenn mein Gegenüber es auch macht. Ach so, das heißt, wir brauchen irgendein Spiel, das auf Bayerisch ist. Das geilste, das ich jemals in einem Spiel bezüglich Bayerisch gehört habe, war, du kennst doch vielleicht die WarioWare-Teile auf der Switch und Wii und sonst was. Auf dem 3DS gibt es Dribbel und Spitz und das Spiel hat eine deutsche Sprachausgabe. Und Dribbel und Spitz ist halt einfach Berliner Akzent trifft bayerischen Akzent und das ist so gut gemacht, ich liebe es. Und das hat halt auch nur die deutsche Version. Ich habe das Gefühl, ich renne gerade nur im Kreis. Bin schon wieder... Okay, alles klar. Mich würde es ja interessieren, ob ich sächsisch oder hessisch babbeln würde, wenn ich... mit jemandem, ich kann nicht lesen. Ich bin auch gefühlt gerade einen Meter vom Bildschirm entfernt. Ich mit jemandem länger reden. Das ist auch eine sehr gute Frage. Meinst du, weil du die Dialekte kannst oder die dadurch erst recht lernst? Weil hier eine Sache, die mir auffällt, was ja Plattdeutsch ist, da mal glaube ich nicht. Statt nicht nett. Aber wenn ich bei einem Kumpel bin, er und seine Frau, die sprechen halt beide. Wenn du ihn ein bisschen kannst. Woher kannst du die? Muss ja auch dann irgendwelche Kontaktpunkte sein. Ach man, Sonic macht nicht immer denselben Kackfehler. Das ist so gemein. Du wurdest vom Fernsehen erzogen. Und kann ich auch besser Hochdeutsch als Bayerisch? Ah, lol. Okay, krass. Oh mein Gott, es gab einen Checkpoint. Auch interessant. Aber du hast bestimmt bei dir, bist ja aus Bayern, auch täglich mit Bayerisch zu tun? Oder ist das da in deiner Gegend gar nicht mal so extrem? Ich find's schade, dass bei mir hier in der Gegend so... RYLW.
so niederrheinig oder platt gar nicht mehr so verbreitet ist. Ach, merk mich doch! Ah, Bullshit. Ein falscher Knopf, das Spiel bringt dich halt instant um. Zwei Versuche habe ich noch. Das schon, aber es gab eine Zeit in meiner Kindheit, wo ich nur Hochdeutsch gesprochen habe. Das war ich, muss ich mir wieder angewöhnen. Oha, krass. Das ist krass. Ich nehme meinen Controller jetzt auf den Schoß. Er hat gerade die Tischkante gesehen und gespürt. Das ist doch nicht wahr! Immerhin noch ein One-Up bekommen. Ey. Ich werde echt mal gucken, wenn ich hier Sonic Unleashed fertig habe, dass ich mir einmal Sonic 06 auf die Xbox zum Laufen kriege. Und dann wird das schlechteste Sonic-Spiel aller Zeiten mal durchgespielt. Ich muss dringend mal die Story von dem Spiel sehen. Ja, ganz genau. Endlich geschafft. Oh, aber das hier war doch jetzt schon der Hauptort. Ja. Vielleicht gehen wir mal als Warhawk da rein. Ja, alle drei umgelegt hatte ich ja schon mal. Wir brauchen den Gaia-Schlüssel N. Das ist ein Nachtlevel, ihn suchen. Okay, ich denke mal, dass... Oh, kommt ich jetzt auf diesen oder nächsten Moment? Ich muss aber was kurz nachgucken. Persona müsste jetzt auch noch rauskommen. Jetzt hinzugefügt. Okay, nichts Besonderes. Neu bei Game Pass. Taktika 17. November. Okay, dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen, bis es rauskommt. Ich will mich aber mal ins Bett verabschieden. Morgen ist ja wieder Arbeit angesagt. Aber ich lasse dich noch nebenbei zum Einschlafen. Oh, das ist echt super lieb von dir. Ich werde auch nicht rumschreien oder Jumpscares machen. Das verspreche ich dir. Gute Nacht, schlaf gut. Oh. Machen wir es einfach mal ein bisschen ruhiger jetzt.
Ich entschuldige mich schon mal im Voraus, falls du aufwachen solltest, wenn ich rumschrei. Aber ich werde auch höchstens nur noch 20 Minuten machen. Also das hier, dann den Boss. Das heißt, dann habe ich nochmal den nächsten Teil von der Welt zusammengesetzt. Dann mache ich mir einen Zettel, wo drauf steht, gehe zum Professor. Für morgen Abend nämlich. Gegner, Gegner, Gegner. Was hast du zu sagen? Ich hab dir einen Firebreather und drück Y und mehr als... Oh! Okay, das ist eigentlich echt cool. Außer, dass ich mich selber verbrannt hab. Errungenschaft K.O.-Schläger. Wo haben wir denn von der Statue? Was ich lustigerweise immer so toll finde, ist, ich schaue ja auch eine gewisse Person immer zum Einschlafen. Wenn es um dessen Streams sich geht. Und Let's Plays. Und ich mag das bei Gronkh. Er erklärt meistens die Situation, was er gerade macht und sonst was. Was er zum Einschlafen richtig gut hilft. Das kann ich bei anderen YouTubern irgendwie nicht so wirklich einschlafen. Doch, Turbinator. Aber auch nur mit Stranded Deep oder anderen ruhigen Let's Plays. Kreissägen in der Antarktis. Bitte, ouch. Kack auf Gegner, ich renn durch. Die lassen mich nicht weiter. Darf ich jetzt weiterspielen? Greifen, greifen, greifen. Ach, komm schon. Ach, Mann. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Ding dong, Essen ist da. Nicht runterfallen, Sonic. Dankeschön. Netzspiel. Dankeschön.
Nicht so schreien, Sonic. Andere wollen hier schlafen. Ach, Sonic. Muss ich dir das mit Schlägen eintrösten? Trösten? Ist das ein... Weiß nicht. Oh Gott, Handy, was willst du denn jetzt? Ach, Javi. Oh, Moment mal. Oh, ich dachte gerade, das wäre eine Nachricht wegen... komm, ganz langsam rüberwandern. Wunderbar. Ich muss einmal kurz... Sag Javi mal eben Bescheid. Jetzt darf ich einmal ganz kurz meinen Twitch-Link raussuchen. Twitch. Ein Glück, dass ich meinen Desktop-Sound gemutet habe. Hä? Jetzt höre ich mich doppelt. Nicht gut. Okay, aber ich glaube, mein Sound ist ein bisschen zu laut. Ich mache meinen Sound mal ein ganz klein bisschen leiser. So, dann machen wir mal das Mikrofon. Das sollte hinhauen, denke ich mal. Lautstärke fixiert. Super Sonic. Ah. Hab doch. Autsch, komm her. Wo sind die Gegner hingeflogen? Huch. Es mussten alle Gegner gewesen sein. Ich habe mich nur noch die Mondmedaille.
Okay, kann ich da nicht so rüber? Doch, das geht. Wunderbar. Jetzt haben wir hier hoch. Passen uns die Ringe ein und da oben haben wir noch eine Medaille. Wo ich noch nicht drankomme. Ui, wir fallen runter. Ich muss sogar den Weg nutzen. Habe ich es nochmal? Ah, ganz knapp aber noch. Ach, dieses 30 FPS Schwingen ist echt toll. Vor allem, wenn ein Spiel mit 60 Bildern läuft. Nee! Bullshit, ich bin wieder runtergefallen. Oh nein. Kommt, wisst ihr was, ihr könnt mich jetzt mal. Ach Mann, ich will doch gar nicht gegen euch kämpfen. Ich hab doch schon einmal gegen euch gekämpft. Sei, lass mich alle in Ruhe. Außerdem tut mir echt der Nacken weh. Bin ich auch wieder einen Meter vom Checkpoint gestorben. Sonic, willst du nicht mal gerade drauf balancieren? Egal. Wisst ihr was? Ich kämpfe nicht gegen euch. Ich brutzle euch jetzt. Klappt wunderbar.
Ah, die Tür kann ich aufschmelzen. Richtig? Komm mit, du bist jetzt mein bester Freund. Bester Freund hat mich verraten. Gut, Chip. Dann mach es halt so, wie du das willst. Und wir schaukeln uns den Berg nach oben. Muss ich gegen euch überhaupt kämpfen? Ich renne mal eben weiter. Muss ich nicht. Ein Glück. Komm mit mir, mein bester Freund. Ich erstmal den Felsen hier rüber, da ich gucken will, ob da oben noch irgendwas Besonderes ist. Bestimmt ist ja oben noch was. Ein Buch? Für ich immer noch keine Ahnung, wofür die sind. Ich kann sich ja an diesem Eiszapfen festhalten. Ja, klar, wird auch definitiv funktionieren. Es funktioniert sogar. Das war ein zu früher Doppelsprung. Chip, ich weiß, dass ich mich festhalten kann. Das ist gemein. Ich will doch nur an diese Medaille. Ah! Ups. Nach Kuh sich das mal einen an. Nochmal Gegner.
Er ist gestolpert. Schön. Da haben wir einen Feuerwutzi. Wie der heißt. Heißen. Heißer Freund. Okay, sehr komisch gerade. Warum es nicht auf Anhieb funktioniert hat. Von Xbox Live getrennt? What the fuck? Xbox? Hä? Ein Glück, dass er das Spiel gerade nicht verlassen hat. Sonst wäre ich echt stinkig. Aber diese Rapid-Fire-Gegner sind nervig. Das ging mir zu schnell. Wenn hier sonst noch irgendwo was. Das ist ein Rand zum Festhalten und hier haben wir noch eine Schallplatte. Da Bärchen. Noch eine Mondmedaille. Nachtmedaille. Festhalten, Sonic.
Hoffentlich lässt mich das Spiel zum Boss. Und ja, das tut es. Dark Moray. Oh, klingt gut. Mal, das will ich doch haben. Sonic? Huch, Sonic, du bist ja zugefroren. Ach was. Toll, ich hab mich selber. Ach Mann. Schon wieder eingefroren. Schon wieder eingefroren. Schon wieder eingefroren. Gibt es denn im Kampf keine einzige Möglichkeit, mich zu heilen? Mit den anderen. Dankeschön. Hey, ich habe noch volles Leben. Schön. Aber so mag ich Bosskämpfe. Dass wenn man weiß, wie die funktionieren, dass sie doch recht schnell ablaufen. Habe ich dich? Dann, oh, der ist schon frei.
Habe ich dich auch noch? Fehlt nur noch einer. Guck mal, ob das dann schon der ganze Bosskampf war. Oder ob der noch eine separate Phase hat. Ach so. Ah, super. Ach, schon wieder ernsthaft? Sonic, wo wirfst du das hin? Das bringt nichts. Ist doch gar nicht mehr gut. Jetzt wird's abfuck. Halt doch dein Maul, du Kackmonster. Sonic. Ist er besiegt? Bitte, bitte sag mir, dass er besiegt ist. Sorry, I'm in a rush here. Er ist besiegt. Oh, wunderbar. 8 Minuten. Nein, Sonic, wir starten hier nicht over. Also so wie es aussieht, 3 Teile fehlen uns noch.
Und mir, wie auch immer. Aber ich würde an dieser Stelle jetzt auch aufhören. Guru, falls du noch wach bist, ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke, dass du dabei gewesen bist. Oh, ja, das Bild blendet sich immer wieder aus. So. Dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich bis morgen Abend. Gute Nacht. Tschüss.